Hallo zusammen. Das war eine sehr interessante. Das waren sehr interessante 24 Stunden. Vorneweg, wir haben es jetzt schon über Nacht geknackt. Also die 1500 sind drin. Es sind sogar mehr geworden. Ich bin jetzt bei 1900 rum. Und da trudelt bestimmt noch was über die Bank ein. Was aber auch ganz gut ist, weil die Vollstreckungssache war für 6 Monate. Aber letzter und dieser Monat müsste ja auch noch gezahlt werden. Also das kommt nicht weg, das Geld, keine Sorge. Das wird schön fleißig für Krankenkasse bezahlt. Aber dennoch jetzt das Video, damit nicht Leute quasi absichtlich spenden für eine sehr wichtige Sache, die nicht mehr da ist. Deswegen, ne, habe ich auch gleich getwittert, dass es erreicht ist und habe auch unter dem Video geschrieben, dass das Ziel erreicht ist, dass da nicht fälschlicherweise Geld überwiesen wird. Also. Bin noch ein wenig baff. Das trudelte gestern Abend rein, aber heute Nacht kam dann der ganze Rest und das ist echt Hammer. Also wie viel teilweise Leute gespendet haben. Also ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Einer war dabei mit 200 €, also mehr als 200 € und da ist man schon ziemlich baff, dass man jemanden hat, der so sehr da helfen will und das Geld auch über hat und dann einfach sagt, hier komm. Das ist jetzt eine wichtige Sache. Nimm das Geld, bring das in Ordnung und vielen Dank für die Videos. Da weiß man echt nicht, wie man adäquat darauf reagieren soll. Wenn man dann sagt, danke, das klingt so wenig. Und dann danke, Ausrufezeichen, danke, super doll und ja. Gut. Also, gestern. Ich mache den Briefkasten auf und es sind diese 8 Briefe drin. Meine Kleine hinten dran, wir kommen rein in die Wohnung. Ich wundere mich erstmal, warum das 8-mal Briefe sind von derselben Behörde. Dachte ich mir zuerst, dass das irgendein Postfehler ist oder keine Ahnung. Kleine fängt an, mit der Oma zu telefonieren. Ich gehe in die Küche, mache die Briefe auf und fall fast aus den Latschen. Weil erster Brief auf, Zwangsvollstreckung und so weiter, 258 € plus Mahngebühren. Dann, okay, 258 €, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Nächster Brief auf, das gleiche drin. Halt für den nächsten Monat dann. Das heißt, die hatten wirklich für jeden Monat nochmal einen extra Brief mit einer extra Mahnung, mit einem komischen roten Zettelgedöns und was weiß ich drin. Und ja, dann zähle ich halt die Briefe und zähle das zusammen. Dann ging's los im Kopf. Ratter, 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 was jetzt? Währenddessen wuselt die Kleine um mich rum, stellt 10.000 Fragen. Die Oma ist am Telefon, bekommt von dem Ganzen nichts mit. Den Geld zusammengekratzt, das alles ein bisschen im Umkreis erklärt, dass es da problematisch wird in nächster Zeit und dann das Video gemacht, was ihr gesehen habt. Und ich wusste, dass da, das wird was bei rumkommen. Weil die Community ist da sehr, also dafür, dass wir so wenig Leute sind, so gesehen. Weil es sind zwar 11.000 Abonnenten, aber so groß ist die Kernzuschauerschaft nicht. Die Kernzuschauerschaft sind so 1.000, 1.500 Leute vielleicht. Was immer noch viel ist, wenn man das mal in Platz in der Wohnung zählen würde und dergleichen. Aber halt wirklich mit anderen Let's Playern und so weiter ist es halt nicht so groß. Und ich weiß, dass trotzdem die sehr engagiert sind, verglichen zu anderen. Das sieht man ja auch am Patreon. Das sieht man daran, wenn ich jetzt was Kleines hochstelle an privaten Dingen, wie denn ihre Reaktion darauf ist. Da ist halt keiner dabei, der großartig rumtrollt oder sowas. Das sind wirklich, naja, man merkt, das sind einfach nur Menschen und nicht irgendwelche Schreihälse oder sonst irgendwas. Und das tut irre gut, das dann den Feedback zu bekommen. Und jetzt bei dieser Aktion war ich mir auch einigermaßen sicher, da kommt was bei zusammen, das wird mir dann helfen und dann kriege ich den Rest schon irgendwie hin. Aber dass das jetzt über Nacht komplett alles ist, hat mir einfach nur aus den Latschen gehauen. Ich habe heute Nacht geträumt davon, wie ich im Bademantel einen Berg hochradel mit dem Fahrrad. Ganz langsam. Das sollte schon mal sehr symbolträchtig sein. Ich denke, heute Nacht werde ich sehr, sehr gut schlafen können. Wahrscheinlich den Berg wieder runterradeln. Also, in dem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank an all die Spender. Also vor allem auch an dem, der so viel auf einmal gespendet hatte, aber auch an die ganzen kleinen Spenden. Das läppert sich alles hoch. Allein die Geste ist schon super toll, wenn man dann sieht, dass da
eine PayPal-Spende reinkommt, ist das vollkommen egal, wie hoch das ist. Einfach nur, dass man sieht, da ist jemand, der will helfen, der macht sich die Mühe, da beim PayPal-Konto rumzuwuseln und das alles zu machen. Das ist völlig okay. Und auch wenn man nichts spenden konnte und einfach nur die netten Worte dagelassen hat in den Kommentaren, wovon es echt, echt viele waren, das hat mich tierisch aufgebaut. Das hilft auch. Also vielen, vielen Dank. Die Überweisung schicke ich gleich raus. Denn ist das schon mal vom Tisch, dann werde ich in den nächsten Monaten mein Leben ein bisschen anpassen müssen. Also primär erstmal aus der Wohnung hier raus. Das ist noch die alte Wohnung, wo meine Frau drin gewohnt hatte. Jetzt aber, da die Kleine nur die Hälfte der Zeit bei mir ist, ist die Wohnung echt zu groß. Ich hatte versucht, es zu halten, aus sentimentalen Gründen. Und auch, damit die Kleine halt was hat, woran sie sich halten kann. Weil, ja, Stabilität ist ein wichtiger Faktor bei ihr, weil sie recht gestresst ist und auch Neurodermitis hat. Und wenn Stress kommt, dann ist es wieder mehr als was. Aber ich denke, für sie ist es eh am wichtigsten, dass sie bei Leuten ist, die sie lieb hat, also bei meiner Ex-Frau und mir. Und da ist die Wohnung dann nicht ganz so wichtig. Und wenn ich dann eine etwas kleinere Wohnung habe, dann haut das auch hin. Ja. Das ist das Leben, ne? Hoch und runter. Und vielen, vielen Dank, dass ihr es geschafft habt, so schnell das Ganze wieder hochzureißen. Bye, bye.